Leute, ich kann so nicht arbeiten. Scheiße. Grüezi, Arbeiteri, und Servus zum neuen Shisha-Oper-Review. An meiner Seite haben wir wieder einen Keks, den kennen wir schon von den letzten Videos. Der ist schon wieder kräftig am Dämpfen. Ich stelle euch heute mal ein bisschen die Amy NPC vor. Ich habe mir eine Blättschaft besorgt, bis heute komme. Rauche ich das erste Mal gerade damit. Deswegen würde mich mal interessieren, ob ein paar Leute von euch die Shisha auch haben oder halt eine ähnliche Ausführung und mit dem Klicksystem auf längere Zeit schon ein bisschen Erfahrung haben. Würde mich mal interessieren, schreibt mir mal unten ein bisschen was rein. Würde ich gerne mit euch ein bisschen drüber diskutieren. Und gleichzeitig auch ein Al-Mahmoud oder Al-Mahmoud-Tabak, ein Doppelapfel, einen ganz klassischen. Kommen wir erstmal zur Shisha. Das ganze Ding nennt sich ganz hochoffiziell Amy NPC 620 Blackshaft oder Silberschaft. Könnt ihr euch schon denken, Blackshaft ist sie, wo ich habe. Also da ist die Säule und die Base schwarz lackiert. Das Besondere dran, das ist das Kicksystem, vielleicht kennen das schon einige von euch. Mit vier Anschlüssen dran. Ich habe allerdings im Moment nur einen dran, weil ich Knopfdüdel mal vergessen habe, einfach einen zweiten oder dritten mit dazu zu bestellen. Der Keks steckt gerade neben mir und versucht Seifenblasen zu machen. Normalerweise ist der Teller auch schwarz eloxiert, aber ich finde es ein bisschen witzig, dass da so ein kleiner Teller mit dabei ist. Also habe ich hier gleich mal wieder so ja, 13 Zoll Opel Corsa Radkappe draufgeschraubt. Kommt viel besser meiner Meinung nach und man verliert nicht den ganzen Scheiß. Lieferumfang von der Shisha ist auch interessant zu erwähnen. Früher gab es immer so kleine Standardköpfe, inzwischen haben die da eigentlich vernünftige Köpfe. Ich bin trotzdem faul, ich rauche wie immer meinen Bird Hunter. In meinem Alter darf man das. Es ist eine Zange bei der Shisha mit dabei und ein Silikonschlauch mit einem Acrylmundstück. Benutze ich allerdings nicht, weil ich lieber mein Casting hier benutze. Aber wäre auch mit dem Lieferumfang dabei. Rollticket. Können wir einen Keks durch irgendjemand ersetzen? Nein. Ja. Die ganze Shisha kostet normalerweise, schauen wir mal, 119 Euro. Habe ich mal bei Relax Shop KK bestellt. Link findet ihr später in der Beschreibung. Super Shop. Haben im Moment auch bis Anfang Januar, wenn ich mich nicht täusche, eine Aktion. 20% auf alle Sachen außer Shisha-Tabak. Deswegen hat die jetzt auch nur 95 Euro gekostet, statt 119. Außer Tiernahrung. Und außer Tiernahrung. Ist für einen Keks natürlich wieder interessant, weil ich weiß nicht, von was sich so ein Keks ernährt. Zum Tabak, wo ich gerade rauche, und der Keks auch. Ein klassischer Doppelapfel, diesmal von Al-Mahmoud oder auch Al-Mahmoud, denke ich, dass man eher ausspricht. Könnt ihr auch mal unten mit reinschreiben, ich bin mir nicht sicher, wie man wirklich ausspricht. 50 Gramm OVP, ganz normal, kostet 4,50 Euro und ja, ist ein guter Preis eigentlich. Schauen wir mal direkt an, Tabak. Also ich habe vorhin schon beim Aufmachen gemerkt, dass er extremst feucht ist für einen deutschen Tabak. Also Nicht-Kenner würde jetzt, glaube ich, keinen Unterschied zwischen dem hier und einem ausländischen erkennen. So, riechen wir mal ein bisschen dran rum. Ja, riecht halt wie ein klassischer Doppelapfel. Ein bisschen Anis und ja, der typische Doppelapfel halt. Nicht ganz so intensiv wie ein Alfaka. Falls denn schon mal jemand von euch probiert hat, einen Doppelapfel. Geht ein bisschen in die Richtung, also ich sage jetzt einfach mal blöd gesagt, Mischung aus Alvar und Alfaka. Irgendwo so in der Mitte ist er drin. So, habe das Ganze jetzt mal ein bisschen angeraucht, so circa 5 Minuten. Und Rauchentwicklung ist sehr gut, der Geschmack ist wieder Geruch, gefällt mir. Für einen deutschen Tabak einfach Hammer, kann man mal ausprobieren. Die anderen Sorten von Al-Mahmoud oder Al-Mahmoud sind dann wahrscheinlich auch sehr gut. Können wir ja mal schauen. Kann man auch mal jemand runterschreiben, was ihr schon ein wenig probiert habt oder nicht. Also, haben wir jetzt ein bisschen geraucht, machen wir mal Fazit zu beiden Sachen. Die Shisha ist toll,
würde ich euch empfehlen zuzuschlagen. Tabak würde ich auch sofort empfehlen zuzuschlagen. Kriegt 9 von 10 Sternen von mir. Super, ich weiß nicht, ob man sieht, aber hier ist die ganze Bude schon langsam vernebelt, deswegen hören wir da mal langsam auf. So, liebe Shisha-Suchten, das war's wieder mit dem Shisha-Oper-Video. Ihr seid auf meiner Endcard gelandet. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Der Keks kann euch ja mal zeigen, wie ihr zum letzten Video von uns kommt. Befindet sich da, will er damit andeuten. Und lasst mir mal ein Gefällt mir da, wenn es euch gefallen hat. Und denkt mal dran, nicht lange halluzinieren, drückt auf Abonnieren.